Hallihallo, heute mal wieder ein kleines Python-Demo. Python-Programmiersprache erkennbar an diesem Symbolchen. Was war passiert? Was war passiert? Ich wollte mal selber so einen App-Indikator basteln. Kennen wir gegebenenfalls aus Panels oder Unity oder ähnliches. Das sind so Status-Symbolchen, ne? Da wollte ich mal selber eins basteln und da bin ich auf diese Beschreibung gestoßen. Und habe dann ja, festgestellt, sämtliche Links sind down. Ne? Wenn ich darauf klicke, Page not found, Indicator, nix. Darauf geklickt, nix. The page you're looking for doesn't exist. Super. Und App-Indikator und nix. Ja, ist nicht. Python-Dokumentation haben wir nicht. Ne? Ist nicht. Also ist irgendwie down. Dann habe ich gesucht und es gab tatsächlich doch noch einen bei Conjure-Code. Vielen Dank, habe ich so einen Basis-Code gefunden. Den habe ich mir mal angepasst. Conjure-Code, vielen Dank. So. Nun, der hat sich so ein App-Indikator gebastelt für neue Mail. Ne? Hurra, ich habe neue Mail. Und das wollte ich eigentlich nicht so wirklich. Ich wollte stattdessen. Gehen wir mal hier drauf. Sowas in der Art. Ein Symbol, das mir die CPU-Auslastung anzeigt. Nun, jetzt hatte ich keine Lust, Symbole zu basteln. Ich habe einfach das Batteriesymbol dazu missbraucht. Hat den Vorteil, dass ihr den Code direkt auf jedem PC testen könnt. Zum Beispiel unter Linux Mint habe ich es getestet. Geht's. Hier bin ich unter Xubuntu geht's mit Vorbehalt. Da muss man noch was nachinstallieren. Ubuntu 14.04 LTS und Ubuntu 12.04 LTS habe ich getestet. Was muss man denn da nachinstallieren? Nun, ist eigentlich alles da, nur Python, ne? Die alte Schlange da. Da braucht man noch was dafür. Na, eine Bibliothek, sudo apt-get install python-app-indikator. Sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install python-app indicator. So, bevor ich euch da aus die Folter spanne, ich habe da schon so ein Python-Skript geschrieben, das liegt in meinem obersten Verzeichnis, im Home-Verzeichnis mit python cpu indicator py. Kann man das starten und dann guckt ihr mal unten in die Ecke. Wenn ihr das jetzt nicht so gut seht, ist das nicht schlimm? Also, da ist ein Batteriesymbol. Nun, ich bin hier am PC, der hat überhaupt keine Batterie. Ne? Batterie lädt scheinbar. Wenn ich draufklicke, sehe ich die CPU-Auslastung in Prozent und ich habe auch die Möglichkeit, mit Quit das zu beenden. Dieses Symbol ändert sich auch je nach CPU-Auslastung. Ne? Das ist ein Symbol, das sieht so aus, weil ihr das jetzt sowieso nicht habt erkennen können. So, ne? Da gibt es verschiedene Symbolchen. Batterie, Charging, ne? Das ist so ein Batteriesymbol mit so Blitz drauf. Habe ich gewählt. Wenn euch das nicht gefällt, gibt es auch noch andere, ne? Auch dann, um den Text zu ändern im Python-Skript. Habe ich deshalb gewählt, weil die Batterie so eine Art Fortschrittsbalken hat. Je nach CPU-Auslastung konnte ich dann den Füllstand der Batterie anpassen. Ne? Habe ich viel CPU-Auslastung, dann sage ich, die Batterie ist voll. Habe ich eine geringe CPU-Auslastung, sage ich, die Batterie ist mehr oder weniger leer. Gut, ihr könnt natürlich andere Symbole nehmen oder eure eigenen basteln. Hier zum Beispiel unter XFCE liegt in User Share Icons Elementary XFCE Panel 16. Wenn ihr nicht wisst, wo das bei euch ist, ich habe zum Beispiel Battery-00 Charging benutzt, könnt ihr ein Terminal aufmachen. Ja, Terminal und einfach locate, ne, den Speicherort auftreiben, wo diese Icons sind. Batterie minus 0000. Das dürfte schon lang und schon seht ihr den Pfad, wo diese Dinge drin sind. Gut, jetzt wollen wir mal weiter gucken. Ja, wie gesagt, das läuft hier im Hintergrund. Wollen wir mal vergleichen, ob das so ungefähr hinkommt. Ich habe hier unter XFCE auch so ein Task Manager, sage ich jetzt mal. Htop könnte ich nehmen oder den Task Manager.
Das ist jetzt nicht mein Programm, es dient mir jetzt nur dazu, ungefähr einen Vergleichswert zu haben. Also der Task Manager sagt CPU 8, 9, 10%. Mein Programmchen sagt im Moment 7%. Das aktualisiert sich so alle 2 Sekunden. Also es kommt hin, 7,0 ungefähr. Passt das? Das war schon ein Stückchen Arbeit, überhaupt einen ungefähren Wert für die CPU-Auslastung zu bekommen. Ja, je nachdem, wie man rechnet, ist das nämlich schwierig. Gut, also das kommt ungefähr hin. So, jetzt schauen wir uns das Python-Skript endlich an. Das lege ich euch natürlich auf meine Google Drive und ihr könnt es runterladen. Hier drin steht dann auch nochmal der Text sudo apt-get install-python-app-indicator. So, den müssen wir nämlich importieren, damit wir die Bibliothek des App-Indikators nutzen können. GTK GIMP Toolkit brauchen wir, um so Menü-Pop-Ups zu machen. Da haben wir auch einen Quit-Button, mit dem wir das Programm beenden könnten, wenn wir wollten. Subprozess brauchen wir, um ein externes Programm auszuführen, hier von Python aus. Mit dem Programm PS lese ich nämlich die CPU-Auslastung aus. RE sind die Regular Expressions. Hatte ich in diversen Videos schon mal erklärt. Ich wäre dafür, dass man anstelle RE das Ding Filter nimmt, denn ich filtere damit. Dann brauchte ich hinterher noch Multiprocessing. Multiprocessing. Ich hatte das Video hier gestern schon fertig. Und da habe ich festgestellt, ich hatte was vergessen, was ganz wichtig ist. Nun, wie viele CPUs habe ich denn? Ja, es kommt mittlerweile darauf an, wenn man den Befehl PS nutzt, um die Prozessorauslastung anzuzeigen, dann kann es vorkommen, dass man 4 Tasks hat mit 50%. Nun, das gibt mehr als 100%, also braucht man noch die Anzahl der CPUs. Und durch die habe ich in meinem Demo geteilt. So, und weil ich das vergessen hatte, muss ich das ganze Ding heute nochmal. Sehr schön. Ist ja nicht so, dass es warm wird draußen, ja, so um die 36 Grad. Also. Nö, das ist schon in Ordnung. So, gut. Fangen wir mal ganz unten an. Da fangen nämlich Python-Programme an, nämlich die, die man gescheit geschrieben hat, also nicht meine. Ne? Daran sieht man, dass ich da nicht ursprünglich geschrieben habe. Also der Kopf hier unten stammt noch aus dem Demo, wo ich euch gezeigt habe. If name gleich main, ne? Das ist eigentlich ein Hinweis für externe Programme, die mein Python-Skript nutzen wollen, wo der Einsprungspunkt ist in die entsprechenden Prozeduren. Ne? Indikator ist mein Programm und da gibt's eine Main-Routine, sage ich jetzt, meine Hauptroutine, die heißt define. Da werden die ganzen, ja, habe ich genannt, define eine Klasse. Die ganzen Funktionen definiert. Und dann wird in die Main-Routine, in die Hauptroutine gesprungen. Das ist dann diese da. Da geht das los, ne? Wie gesagt, die Struktur, den Aufbau habe ich von dem Demo genommen, den ich gefunden habe. Der Rest ist von mir, ne? Dass das Ding so ein bisschen CPUs und mit Batteriesymbolen rumspielt. So. Wir wissen also, Anzahl der CPUs ist mittlerweile klar, ne? Wenn ich jetzt hier 4 CPUs habe, wäre der Wert 4. Ne? Gut, kleiner als 1 wäre dumm. Ne? Dann könnte ich das Ding auf den Müll schmeißen. So, App-Indikator. Ne? Also das hier findet man dann in solchen Demos, ne? Wie man überhaupt so einen Indikator definiert. Es gibt eine Initialisierungsfunktion in so einer Klasse. Die Klasse habe ich ja define genannt. Und da gibt es den App-Indikator, den wir da oben importieren mussten. Und ich setze da die Unterfunktion Indicator. Ne? Da setze ich irgendeinen Namen. Und der Indikator hat auch Mitteilungen, Messages, die hin und her geschickt werden. Und ich muss noch eine Kategorie festlegen. Das ist ein Programmstatus. So. Und dann fangen eigentlich schon meine Modifikationen an. Der Rest ist gar nicht mehr so original wie bei meinem Programm. So. Was habe ich gemacht? Ich setze den Status meines Indikators, ne, meines Batteriesymbols, ganz da unten, ne, den setze ich standardmäßig auf Attention, Achtung, ne, damit das Ding ständig zu sehen ist. Hat das nicht den Status Achtung, wird es gegebenenfalls ausgeblendet. Das will ich aber nicht. Ich will das Ding ständig sehen. Ne? Gut, das ist dieses. Jetzt kann ich das Achtung-Symbol setzen.
Und das sind diese Dateinamen ohne die Dateiendung. Hier in dem Fall Battery 00, Charging, Batterie ist leer, aber sie lädt. Ne? Warum habe ich die genommen? Nun, Batterie nur mit 00, nicht mit Laden, hat dann immer so ein Ausrufezeichen. Achtung, die Batterie ist leer, das will ich gar nicht. Ne? Bei mir ist die CPU quasi leer, also nicht belastet. Bei den Charging-Symbolen sieht das besser aus. Wem die Symbole nicht gefallen, andere verwenden. Fertig. Gut. Ich habe dann auch noch ein Menü. Das wird hier definiert. Dafür brauche ich das GIMP Toolkit. Menü ist eigentlich dieses Pop-up, ne, was da so hoch und runter kommt. Nun, es gab schon in der Demo, das ich gefunden habe, ein Quit-Button. Gut. Habe ich mir gedacht, das ist ja prima. Den lässt du mal. Der ruft beim Draufklicken Self-Quit aus und macht einfach nur Exit, ne, Programm beenden. So, jetzt wusste ich schon mal, wie man so einen Menüeintrag hier macht in meinem Pop-Up, ne, der Quit, der war schon, den anderen habe ich noch selber gebastelt. So, das Ding habe ich Status-Item genannt. Und das ist ein GIMP-Toolkit-Menüeintrag. Und den habe ich beim Programmstart erstmal gesagt, CPU in Prozent, also ich habe hier im Moment noch gar keinen Wert. Hauptsache steht erstmal irgendein Text drin. Und dieses Menü-Item wird mit Show angezeigt und dem Menü hinzugefügt. Das macht er hier einmal und dann ist gut. Ja. Und wie gesagt, der Quit-Button ist mit Self-Quit noch verknüpft. Wenn man auf mein Symbolchen hier klickt, CPU, passiert gar nichts, soll auch nicht, ne? Soll einfach nur den Text anzeigen. Damit ist es gut. In der Main-Routine wird GIMP Toolkit, das dafür sorgt, dass wir die Fensterchen sehen, also hier in dem Fall das Pop-up, ein Timeout hinzugefügt, bei mir 2 Sekunden, also 2000 Millisekunden. Und das ruft auf, ne? Nach 2 Sekunden, ne? Das ist so eine Art Timer. Self.percent, das ist Self. Ist das Programm an sich. Percent ist eine definierte Funktion, die ich selber geschrieben habe. Und da ging das los. So. Und jetzt die Funktion Percent. Das ist eigentlich der Hauptteil des Programmes, damit wir überhaupt die CPU-Auslastung sehen können. Da habe ich schon mal ein bisschen gebastelt. Ne? Das hat ein bisschen länger gedauert. Der Rest dagegen war so ein bisschen Spielerei. Ne? Gut, wichtig war bei dem Programm, wie gesagt, das Multiprozessing, was ich dann unten noch verwende, eigentlich nur um die Anzahl der CPUs rauszukriegen. Das wird hier unten auch gleich noch wieder verwendet. Was haben wir? Subprozess hatten wir schon mal in diversen Videos mal erklärt. Entspricht ungefähr einem Execute, ne? Dass ich ein externes Programm von Python aus aufrufen könnte. Wie sieht denn das dann aus? Das wäre hier in dem Fall PS, das Programm. Nun, was ist denn das für ein Programm? Das ist ein Programm, das von sich selber sagt, ich bin gar nicht so genau. Ne? PS. Darin sieht man, ne? PS, report a snapshot of the current processes. Darin gibt es auch unter anderem die CPU-Auslastung. Von dem der Autor selber sagt, so ganz genau ist es nicht. Ne? Langt aber für mich vollkommen aus. Ja, da gibt es zum Beispiel minus A Select All Processes. Ich krieg so eine Art Task Manager mit allen Prozessen, die gerade laufen. Und darin gibt es auch noch die Möglichkeit, die CPU-Auslastung sich anzuzeigen. Und zwar optional mit einem selbstzusetzenden Filter. Also wir haben noch mal die zusätzliche Option minus O und dann gibt es auch noch Prozent CPU. Also das Ding ist ein bisschen länger, da musste ich mich erstmal durchwursteln. Ne? Minus O ist das Format. Minus A hatten wir, ne? Alle Prozesse und dann O als Option. Bitteschön ein anderes Format verwenden. So. Und darin gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, die CPU-Auslastung als Argument sich rauszuziehen. Das kam hier, glaube ich, ziemlich weit unten. Wie gesagt, da muss man sich ein bisschen bei dem speziellen
Programm so ein bisschen durchwursteln. So. CPU usage is currently expressed as a percent. So. Jedenfalls sagt das Ding, das ist nicht ganz ideal, was ich hier mache, ne? Also der das Programm PS geschrieben hat. Die Addition aller Prozesse und deren Auslastung ergibt nie so 100%ig 100%. Deshalb sagt er, das ist nicht so 100%ig. So, gut. Habt ihr verstanden? Nö, ist ja egal. PS, ne? Minus A. Option, so ein bisschen filtern und dann könnten wir noch sagen, Prozent CPU. Das ist so, als ob man das Programm top aufruft und zeigt mir nur die Spalte CPU-Auslastung an aller Tasks. Den Namen der Tasks will ich gar nicht wissen. Und das sieht dann so aus. Da kommt eine Liste dann raus. Hier fehlen die Namen der Tasks. Die interessieren mich einen, ja, das will ich jetzt hier laut sagen. Zum Beispiel 14,1% braucht einer der Tasks, manche 3,5%, 0,4%. 0,1 oder 0,0. Nun, diese Liste ist hier schön umgebrochen mit New Lines, was man aber nicht sieht. Ne? Also da gibt es Zeilenumbrüche, damit das so schön hier erscheint. Und in Python habe ich, wie gesagt, mit Subprozess popen ps, jetzt kommt das erste Argument, minus ao, das zweite Argument. Hier brauche ich nicht nochmal die Hochkommata noch einmal schreiben, da die Argumente sowieso in Hochkommata stehen. Also, ich mache hier vom Python aus genau diesen Befehl. Da kommt die komische Liste raus mit den 0.1 und wie auch immer. Und dann warte ich, bis diese Liste bei mir ankommt. Die landet im Standard-Output vom Subprozess und die lese ich da raus. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dieser Output, der hat Zeilenumbrüche. Das ist ein ganz, ganz langer String. Das ist gar nicht so eine Liste, die man direkt verwenden kann. Deshalb musste ich erstmal mit Regular Expressions, ne, wo ich immer sage, nett das Ding doch bitte lieber filtern. Finde alle Einträge in diesem langen, 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 langen String, damit ich hinterher so eine Liste kriege. Ne? So eine Liste will ich haben, ist es aber zuerst nicht. Nee. Da kommt zuerst ein Nicht-Digit, also eine Nicht-Zahl, müsste ich hier sagen. So ist quasi der Beschrieb. Entweder ein Leerzeichen oder ein Zeilenumbruch, Newline. Und dann will ich, was da danach kommt, haben. Deshalb ist das in Klammern gesetzt. Und zwar einen Zeichensatz, der entweder aus Digits besteht. Zeichensatz definiert durch die eckigen Klammern. Oder im Zeichensatz könnte ein Punkt drin vorkommen. Also so, sowas in der Art. Ne? Und ich weiß noch gar nicht, wie viele Digits oder Punkte drin vorkommen, ist mir schied egal. Jedenfalls filtert Regular Expressions all das raus, macht mir in Output eine Liste, die so ungefähr aussieht wie das hier. Ne? Eine Liste von Einzelstrings, damit ich damit arbeiten kann. So. Habe ich jetzt die ganzen einzelnen Werte in dieser Liste, sage ich, ich mache mir einen Floating Point, eigentlich müsste ich sagen, Fließkommazahl, eine Fließkommazahl mit den Prozentangaben, aber die Amis, die machen kein Komma, die machen Punkt. Also ein Floating Point ist erstmal 0 und dann addiere ich die ganzen Werte in der Liste zusammen als Fließkommazahl. Ich mache aus diesen einzelnen Strings, die ich hier mal genannt habe in meiner Vorschleife, Single Tasks CPU Usage, also Einzeltasks CPU Auslastung, die addiere ich. Das sind Fließkommazahlen, würden wir auf Deutsch sagen, das sind aber Fließpunktzahlen, also Floating Points Strings erste Mal. Und deshalb muss ich mit Float aus diesen Strings Fließkommazahlen machen, die addiere ich zu der zunächst 0 gewesenen Zahl CPU-Auslastung, also CPU-Usage, bis ich die ganze Liste zusammen addiert habe. Ne? Da kommt eine Kommazahl raus. Ne? Jetzt kann ich die Kommazahlen nutzen oder aber ich kann die quasi runden. Ich kann da auch eine Integer, eine gerade Zahl rausmachen. Und bei der Gelegenheit habe ich noch durch die Anzahl der CPUs geteilt. Das war der Teil,
den ich zunächst vergessen hatte und weswegen ich das Video jetzt hier bei 32 Grad im Schatten nochmal machen muss. Sehr schön. Also CPUs hatte ich ganz oben ja dann hier mal ermittelt. Ne? Weil ich festgestellt habe, es konnte durchaus vorkommen, dass ich eine Auslastung habe vom ersten Task. Ich sage jetzt mal 52%, der zweite hat 57%, der nächste hat 58%, also mehr als 100%. Da habe ich hinterher gedacht, das ist ein bisschen viel, denn mehr als 100% ist doof und was kann das sein? Dann bin ich drauf gekommen, ich habe ja mehr Prozessoren und deshalb kann man auch mehr CPU-Usage haben. Also bin ich auf die Fantasie gekommen. Ja, meine CPU-Auslastung ist eigentlich die Addition aller Fließkommazahlen und geteilt durch CPUs, dann kommt das schon ganz gut so hin. Daraus mache ich jetzt eine gerade Zahl hier, die nenne ich mal CPU. Es konnte auch durchaus vorkommen, weil der Autor des Programms PS gesagt hat, das ist nicht so ganz genau bei mir, dass es auch mal ein bisschen mehr als 100% war, was da rauskam. Und deshalb habe ich gesagt, wenn das mehr als 100% ist, dann mach 100% raus, weil mehr als 100% Auslastung ist eher selten. So, nun hatte ich also die CPU-Auslastung als gerade Zahl und konnte je nach gerader Zahl dann entscheiden, welches Icon von der Batterie ich sehen wollte. So, welches Icon wollen wir denn sehen? Nun, die Icons haben Namen. Oder man könnte auch sagen, einen Text, einen Dateinamen. Der fängt an mit Battery minus und da hänge ich noch einen Text an, den ich hier je nach CPU-Auslastung generiere. Zunächst sage ich mal 000 Charging. Ne? Zusammengesetzt gibt das Battery minus 000 Charging, das ist das Symbol. Das Symbol, das so gar nichts hat. Wo sind wir hier? Battery 20 Charging. Battery 000 Charging ist das. Das .png brauche ich nicht zu schreiben. Gut, ich sage erstmal generell, ist nix. So, und dann gucke ich, wie ist denn jetzt die CPU? So eine Art Case-Unterscheidung. Wenn mein Wert, meine gerade Zahl im Bereich von 20 bis 39 ist. Warum 39? Hier steht 40. Range gibt an dem Bereich von bis minus 1. Das heißt, das hier sagt, wenn die CPU-Auslastung im Bereich von 20 bis 39 ist, dann, angekündigt durch Doppelpunkt, häng an Text 020 Charging, ne? Also die 20% Auslastung, ne? Die habe ich mal im Bereich von 20 bis 39 gemacht, denn ich hatte nicht so furchtbar viele Symbolchen. Dass das mit dem 39 stimmt, können wir kurz mal demonstrieren, ne? Auch wenn da 40 steht, machen wir Python. Einfach Python eingeben und Range im Bereich von 20,40 gibt Zahlen aus. Ich mache das mal ein bisschen breiter, damit man es sieht. Eine Liste, die geht nur bis 39. Ne? Also, wenn meine CPU-Auslastung in dieser Liste vorkommt, also von 20 bis 39 ist, dann mach Folgendes. Dann häng an Text 020 Charging an den Text Battery minus. Gib zusammengesetzt Battery minus 020 minus Charging, was dann das Symbol für 20% Auslastung ist. Ist das größer, Range 40,60 ist also von 40 bis 59, dann hängt diesen Text an, das ist das Batteriesymbol für 40%. Ist die CPU-Auslastung im Bereich von 60 bis 79, dann nimm 080 Charging und ist die CPU-Auslastung im Bereich von 80 bis 100, ne, deshalb muss ich 101 schreiben, dann sag Charged, also das ist das Symbol für die Batterie ist vollgeladen. Bei mir wird es dann benutzt für die CPU ist voll ausgelastet. So, jetzt habe ich jetzt eigentlich nur diesen Text generiert, TXT. Und jetzt setze ich dieses Achtung-Symbol, hatten wir ja oben, ne? Dieses Achtung-Symbol, Set Attention Icon, ne? Zunächst war es auf 000. Einfach mal pauschal gesetzt.
Und jetzt setzen wir diesen Indikator, das Achtungssymbol. Das Ding ist ja ständig auf Achtung, sonst wird es ja hier nicht erscheinen. Das Symbol setzen wir dann entsprechend der CPU-Auslastung. So, was machen wir mit unserem Menüeintrag? Der soll sich ja auch noch ändern, ne? Der ändert sich ja hier so schön. Den haben wir oben mal definiert. Das ist ja ein Menüeintrag, ein Menü-Item. Status-Item habe ich es mal genannt. Der Name ist frei zu definieren. So, auf den will ich wieder zugreifen. Auf diesen Text, den will ich ändern während der Laufzeit des Programms. Während der Timeout 2 Sekunden, alle 2 Sekunden wieder vorbeikommt, self% ausruft, will ich den Text ändern. Ne? Den Text von diesem Menüeintrag, diesem Pop-up-Menüeintrag, dass der sich ständig aktualisiert. Gut, wir haben Status-Item, ne? Kennen wir. Self ist immer das Programm selber, beziehungsweise der Menüeintrag selber. Und der hat ein Kind, ne? Der ist nicht schwanger jetzt, der hat ein Kind, ein Objekt, ein Unterobjekt. Und das ist der Text, man könnte auch sagen, ein Label. Und von dem könnten wir sagen, setze den Text auf das, was hier in Klammern steht. Ich habe also eine Möglichkeit gefunden, während der Laufzeit den Text zu ändern. Ich sage dann, der Text besteht aus dem Wort CPU, einfach nur ein String, plus mache einen String, eine Zeichenkette aus der Fließkommazahl CPU Usage, das ist die noch die Kommazahl, geteilt durch die Anzahl der CPUs, da kommt eine Kommazahl raus, runde das Ganze auf eine Stelle hinter dem Komma, ne, damit da nur 6,2% steht und nicht 6,27385 und hänge das, ne, als String an, also CPU 6,2% und das Prozentzeichen an sich hinten dran. Und dann sind wir schon fertig. Viel Aufwand für ein kleines Batteriesymbolchen, das die CPU-Auslastung anzeigt. Gut, hat man ein so ein Basis-Demo, ich hänge euch das hier natürlich auch wieder an, dann kann man das leicht erweitern. Ist man erstmal da durchgestiegen, was das hier alles soll, da kann man seine eigenen Python-Skripts rausmachen. Dass das bei mir so ein bisschen aufwendiger war, hängt damit zusammen, dass die CPU auszulesen ein bisschen schwieriger war und dass ich mich ein bisschen noch durchkämpfen musste, wie ich die korrekte Liste der einzelnen Fließkommazahlen generiere, so dass ich die im weiteren Programm weiterverwenden konnte. Also CPU-Auslastung ausrechnen, wenn ihr da mal diverse Foren durchschaut, ist eine Wissenschaft für sich, für meine kleine Anwendung. Ein Batteriesymbol, das sich füllt, ist das vollkommen ausreichend und funktioniert in meinem Test, wie gesagt, unter Linux Mint, unter Xubuntu, unter Ubuntu 14.04 LTS und Ubuntu 12.04 LTS. Ganz klaglos, je nach Linux-Version sieht das Symbol vielleicht ein bisschen anders aus. Bei der einen liegt es quer, bei der anderen steht es hochkant, bei der einen ist oben, bei der anderen ist unten, aber das ist vollkommen egal und quitt. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.